ganz ehrlich. Mal ganz ehrlich, ich weiß das nicht, wirklich. Also, was Kognition angeht, da gehe ich schon mit dem Pharao los. Und jetzt manchmal in meinem Computer. Ich will ja niemand beleidigen. Du siehst mich. Du kannst vielleicht meine Worte hören, aber du wirst mich nicht fühlen. Es wäre so schön, wenn ich deine Kognition in eine Frau reinhauen könnte. Da geht's dann 9 Monate baden und danach... Dok, 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 dok. Hallo. Raus hier. Will hier raus? Denn der Computer wird es nie wissen. Der funktioniert nur und liebt nicht. Wobei, wer weiß, aber ich möchte ihn gern zurückstreicheln. Der interviewte Mann im Fernsehen sagte, er möchte, dass sich seine Kinder ihre Religion selber aussuchen können. Ich lebte in Amerika. Ich lebte in Frankreich. Ich lebte in Polen. Ich lebte oft und fast überall. Und in der Vergangenheit lebte ich in der DDR und in Westdeutschland. Ich habe einen Traum, wo die Kinder im Frieden aufwachsen. Die erste Fremdsprache in der Schule klingt wie Hebräisch, vermischt mit dem toten Latein. Können auch dann alle Menschen einen Videorekorder bei der Quelle bestellen. Die Sprache der Liebe ist ein Lächeln und Anglismen, Gewaltismen sowie Sexismen weichen der doppelten Zunge des Geldes, das man braucht, um den Videorekorder zu füttern, damit der Videoverleiher sein Essen kaufen kann. Welche Religion? Oh. Welche Religion hat dieser interviewte Mann und warum will er sie seinen Kindern ersparen? Welcher Gott gab ihm dafür die Worte? In wessen Fluss schwimmt seine Seele? Hard times in Germany. Welche Kultur hat eine Sprache, deren Vergangenheit 2 Weltkriege nicht verhindern wollte und die Menschen dazu führte, die Gebote des Lebens aus dem Fenster zu schmeißen? In der Zeit, in der dein Hund deine zu ihm gesprochenen Worte besser versteht, als du die zu dir gesprochenen Worte deiner Frau und umgedreht, den Fernseher ausgestellt, den Computer angestellt und diese Zeilen eingegeben, damit Krönung der Schöpfung, die Worte in sich trägt und weiß, wann der letzte Krieg, den Nostradamus prophezeite, beendet ist. Und die Kinder dieses Mannes im Fernsehen beeilen sich, eine Religion zu finden, bevor sie wissen, wozu diese nötig gewesen wäre, und das verlieren, wonach sie suchen.